In Teil 1 haben wir euch von der Symbiose zwischen Anemonen und Anemonenfischen erzählt. Heute geht es um ihren Geschlechtswechsel. Denn die Jungtiere sind nach dem Schlupf immer männlich. Bewohnt wird eine Anemone in der Regel von einem Pärchen. Stirbt ein Weibchen und es kommt ein zweites Männchen dazu, wechselt das dominantere Tier des Geschlechts, sodass im Endeffekt immer ein Pärchen die Anemone bewohnt. Die Weibchen sind übrigens größer und dominanter als die Männchen. Absolut beeindruckend, was die Natur sich hierbei ausgedacht hat.